Longum ita est per precepta breve et efficax per exempla. Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirkungsvoll durch Beispiele. Ihr habt den Rhein überquert und dabei gleich zwei Opfer zu beklagen. Euer Bogenschütze hat euch verraten und wollte kurz vor dem Ziel verschwinden. Eventuell hätte er euch auch noch das Gold gestohlen und die Flöße versenkt. Doch diese brauchtet ihr nicht. Zwar konntet ihr den Fluss ohne die Boote überspringen, doch bei dem Versuch zersplitterte euer Priester in Fragmente und starb qualvoll vor euren Augen. Nun steht ihr, nach zwei Tagen der Reise, vor eurem alten Fort, welches ihr vor einem halben Jahr aus dem Boden gestampft habt. Die Holzpalisade ist garniert mit römischen Köpfen und Leibern. Hier haust nur noch der Tod. Der Decurio, Junius Rusticus, runzelt mit den Augenbrauen, gutachtet die Lage und Davut. Davut schaut auf. Du hast dich ja angeboten, ins Innere des Lagers zu schauen, um nach dem Rechten zu sehen. Davut nickt und würde sich dann aufmachen, möglichst verborgen und heimlich voranzukommen in Richtung des Lagers, und dabei geht's wachsam in das Lager, aber auch drumherum blicken, gerade so in die dunklen Ecken, in denen man sich gerne verstecken würde, wenn man irgendwie Wache hält oder sowas. Da würde ich gerne einmal auf Verborgenes erkennen würfeln wollen. Ja, du kannst auch gleichzeitig noch einen Wurf auf sich verstecken ablegen. Mhm. Sich verstecken ist mit einem Bonuswürfel belegt. Verborgenes erkennen allerdings mit einem Malus aufgrund der Dunkelheit. Du kannst dann Porta Pretoria, also den südlichen Eingang, relativ schnell und leise. Oh, also da wird es nicht sonderlich geschickt, scheinbar sich versteckt zu bewegen. Und wird auch wahrscheinlich dann nichts erkennen. Ja, wie gesagt, du kannst dich relativ schnell und geschickt durch die Dunkelheit bewegen. Ob es das ein oder andere Mal knackt, das muss wahrscheinlich auch der Gewalt gewesen sein, der um euch herum die ganze Zeit sowieso knackt. Aber du hast auch nichts weiter gesehen. Gerade wenn du dich nach links und rechts umblickst, an diese spitzen Stöcker, die hier in den Boden gerammt worden sind, um Eindringlinge abzuhalten, die Pila Muralia. Ein Erdwall habt ihr zwar nicht, aber die spitzen Speere ragen trotzdem nach draußen, auch wenn sie jetzt gerade garniert sind mit deinen eigenen Leuten. Bleibst kurz stehen, hast kurz das Gefühl, dass sie sich vielleicht noch sogar bewegt haben und stöhnen. Aber das kann nicht sein. Sie müssen schon seit einem halben Jahr tot sein. Getrennter Kopf, der redet nicht. Genau das. Selbst wenn sie Draugr wären, die Untoten, selbst wenn man denen dann den Kopf abtrennt, dann müssten sie ja eigentlich den Geschichten nach sterben. Was zumindest deiner Oma damals gut zugehört, als du an ihrem Lagerfeuer saßt. Du kommst auf die verschiedenen Vias, die davon abführen, nach rechts, nach links. Du kannst Zeltstädte erkennen, die hier aufgebaut worden sind. Die Zette rotten im Wind. Du siehst, wie Schimmelflechten sich auf ihnen nach oben wuchern. Einige Pilze, die auch hier schon auf dem Boden gewachsen sind. Und die Natur, die sich hier unbarmherzig das ganze Fort, das Marschlager eurer Dreier Legionen wieder zurückholt. Die dann hier auch schon seit langer Zeit nicht mehr das Ganze pflegen. Eine weitere Bewegung, die du versuchst zu erkennen, aber in der Dunkelheit ist nichts. Du bewegst dich erneut, trittst kurz einmal auf ein Schild, der am Boden liegt. Es gibt einen Klong. Wie sieht dieser Schild aus? Ist es ein alter römischer Schild oder? Das ist ein alter römischer Schild, ja. Okay. Ich würde mich mal probieren, in irgendwie ein Haus rein zu bewegen. Ich würde noch eine letzte Ehrenrettung versuchen. Ich habe ja auch noch Spuren lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich bin ja jetzt erstmal alleine da. Mhm. Vielleicht entdecke ich ja zumindest irgendwie Spuren, die ich einigermaßen einordnen kann, ob sie alt oder frisch sind. Mhm, okay.
Auch das ist dunkel. Ich würde dich aber eine normale Probe würfeln lassen. Das ist schon okay, du hast genug Zeit. Du hast dich sowieso damit abgefunden, dass du gerade auf den Schild getreten bist. Dann kann man sich die Spuren jetzt auch angucken. Das scheint geklappt zu haben. Du beugst dich ab und stellst fest, dass es hier tatsächlich wohl Spuren gibt. Es hat in letzter Zeit, wie immer, natürlich auch geregnet. Der Nebel hilft auch nicht, dass es, ja, es bleibt weiterhin matschig. Und die Spuren sind nicht unbedingt frisch, aber hier ist noch Bewegung im Lager. Nicht viel, nicht regelmäßig, aber schon das ein oder andere Mal gehen hier Personen lang. Okay, das ist zumindest eine valide Information. Würde mich aufgrund dessen, dass ich schon Lärm gemacht habe, dann auch versuchen, möglichst heimlich wegzubewegen wieder, was er natürlich nicht kann, nach dem Wurf. Trotzdem wird er sich bemühen und so, dass reibungslos klappt, würde ich dann nochmal bei den Köpfen langgehen, mir die Sicherheitshaber nochmal genauer angucken, ob ich mir da wirklich nichts eingebildet habe. Ja, sie stinken bestialisch, das auf alle Fälle. Du kannst auch hier sehen, wie das Fleisch sich zurückgebildet hat. Wirklich viele Tiere haben dann sich nicht dran gelabt. Normalerweise legen da Fliegen dann ihre Eier rein. Erinnert aber mich das an den Wolfskadaver? Ja, würdest du schon sagen. Selbstverständlich sind deine Kameraden wesentlich älter. Aber es sieht eher aus so wie eine Art Mumifizierung. Trotz des Wetters, trotz des Nebels und des Regens. Ja, wie gesagt, Insekten gibt es hier nicht, die dran gefressen haben. Also es ist halt schon verwest, aber nicht abgebaut durch dann eben Aasfresser. Mhm. So ein ledriger, eingefallener Haut, die dich dann anstarrt. Die Augenhöhlen sind besonders groß und zurückgebildet. Die Augäpfel sind wohl aber immer noch drin, aber nicht von Krähen oder sowas ausgepickt, sondern einfach nur eingetrocknete kleine Bälle oder Murmeln, würdest du fast meinen. Kinder in Rom spielen ganz gerne mal mit diesen Murmeln. Eine merkwürdige Analogie, die dir da gerade in den Sinn kommt, wenn du diese Augenhöhlen betrachtest von deinen alten Kameraden. Aber ja. Na gut, dann würde ich mich noch einmal sicherheitshalber umschauen nach hinten und dann langsam Richtung meiner Leute zurück. Und Bericht erstatten, dass ich schon Fußspuren noch feststellen konnte aus jüngerer Zeit. Also es scheinen hin und wieder dort Leute noch durchzugehen, konnte jetzt aber im Lager auch niemanden entdecken. Ich habe leider auch ein bisschen Lärm gemacht, aber mich scheint da auch keiner entdeckt zu haben. Also wir sollten da relativ sicher sein, müssten nur aufpassen, dass müssen schon erwarten, dass da Leute auch hinkommen noch. Wäre so mein Bericht. Und von den Totenköpfen würde ich erzählen, dass mich das sehr an die Wölfe oder an den Wolfskadaver erinnert, den wir einmal gefunden haben vor ein paar Tagen. Also meinst du, wir sollten jetzt da reingehen oder nicht? Das ist mit Risiko behaftet, aber das ist es hier, glaube ich, überall in diesem Land. Bene, gut gemacht. Na gut, Davut nickt dankend. Der Curio blickt selber nochmal durch das Tor. Dieses Lager, bestand das aus Zelten oder gab es da auch festere Strukturen aus Holz? Vornehmlich Zelte. Man hätte dann nach und nach alles noch mit Holz verkleidet, die Zelte wieder abgebaut, in dem nächsten Kastell dann aufgeschlagen, einfach aufgrund der Kürze der Zeit. Nachdem dann die Schlacht am Teutoburger Wald geführt worden ist, hatte man dafür eben noch nicht die Muße. Das ist noch zu 90% mit Zelten ausgekleidet. Gerade am Marktplatz ist es ja nicht, aber in der Mitte des Herrlagers, dem Locus Grome, gäbe es dann natürlich schon die ersten Bauten, die da wohl hingestellt worden ist für die Präfekten. Aber wie gesagt, 90% der Sachen sind aus Zelten. Wäre ich ein Eindringling, ich würde mir vornehmlich eine der festgebauten Hütten vornehmen. Also ich schlage vor, dass wenn wir hier nächtigen, dass wir uns ein Zelt am Rande suchen, das noch einigermaßen intakt ist. Durchaus. Selber etwas aufstellen sollten wir vermeiden, weil ein
Beobachter können den Unterschied feststellen. Mhm. Wir brauchen also ein Zelt, das groß genug ist für uns alle, das noch halbwegs steht und Blickschutzbild bietet. Und ein Feuer können wir auch nicht machen. Das wäre zu gefährlich. Männer, noch irgendwelche Einwände oder sonst machen wir uns auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Nein, keine Einwände, nur wir sollten vielleicht nach einem Seil oder so etwas Ausschau halten, weil wir bräuchten noch eins für die Rückreise über den Rhein, wenn wir uns einfach losbauen wollen. Naja, wenn ich es erlauben würde, würde ich schauen, ob ich vielleicht den Fußspuren hinterherlaufen kann. Vielleicht finde ich ja, wer auch immer hier noch rumläuft. Gut, dann schlage ich vor, Titus und Davut, ihr beide folgt den Fußspuren und haltet Ausschau nach Seil und vielleicht auch noch ein gutes Zelt. Dich und Zain, wir beide schauen noch, ob es nach den anderen Toren, dass wir einen Hinterausgang haben, falls die Situation sich wendet. Und auch wir halten Ausschau nach einer guten Unterkunft im Seil. Und in einer halben Stunde treffen wir uns hier wieder. Ja, wir müssen vielleicht auch nicht unbedingt ein Tor als Hinterausgang finden. Ein Turm würde wahrscheinlich reichen, wenn man dort von innen hochklettern kann und da runterspringen kann und es nicht zu tief ist, könnte das schon ein Fluchtweg sein, wenn wir noch rauskommen. Ein guter Gedanke. Dann, wo fahren wir noch? Los geht's. Haben wir noch Münzen? Ja, die Kugel. Yunus greift an seinen Gürtel und. Ja. Ich würde dann, ich weiß nicht, wie viele Köpfe ich da gesehen habe, aber ich würde dann abzählen und abschätzen, wie viel Fairgeld wir brauchen für die abgeschlagenen Köpfe. Und würde dann vorsorglich jedem der Köpfe in den Mund eine Anzahl Münzen legen. Ja, es sind hier am südlichen Tor sind das sicherlich 100 Köpfe. Oh. Das vielleicht. Ist schon eine ganze Menge. Ihr habt auch viel Gold bekommen, aber das würde jetzt natürlich direkt in eure Kasse spielen. Ja, ja. Ihr könnt das natürlich tun. Du weißt auch, dass deine Kameraden auf der anderen Seite, sie gelangen nicht über den Styx hinüber, wenn sie kein Geld für den Fährmann haben. Sie würden dann eben auf ewig in den Vorhöllen brennen, ist es ja nicht unbedingt, aber warten und vielleicht dann auch von anderen Seelen nach unten gezogen werden, zum Fluss werden, niemals das göttliche Paradies erreichen. Das ist eine Aufgabe für den Tag, bevor wir weiterreisen. Vielleicht könnte man so etwas auf dem Rückweg machen, vielleicht haben sollten. Normalerweise nimmt man auch Silbermünzen und keine Goldmünzen. Sollten uns umschauen, vielleicht finden wir hier noch einige Münzen im Lager. So gut sein, doch werden die Germanen geplündert haben. So etwas lassen die normalerweise nicht liegen. Ja, wenn ihr dann nach und nach mit vorsichtigem Schritt durch das Südtor tretet, euch selbst noch einmal umblickt, auch dann auf das Schild hingewiesen werdet oder auch die zahlreichen anderen Schilde, die dort am Boden liegen, andere durchgebrochene Waffen wie einen germanischen Ger, die Spieß- und Stoßwaffe oder bei eurer eigenen Pilar. Die dann zerbrochen dort liegen. Ihr könnt Gladi kennen, die dort zerbrochen liegen oder aber verbeult. Also hier wurde vor einiger Zeit stark gekämpft. Ihr betrachtet die Zelte, die dann eben von der Natur zurückerobert werden. Durch ein Zelt könnt ihr tatsächlich schon sehen, wie dort ein kleiner Baum hervorlugt. Der muss zu dieser Zeit auch gefällt gewesen sein und dass er innerhalb von einem halben Jahr eine solch massive Größe schon erreicht hat, auch wenn er noch ein Jungbaum ist, aber dass er die Zeltwand durchbohrt hat und da schon nach oben lugt, ist schon erstaunlich, beachtlich, möchte man fast meinen. Und während ihr die Spuren analysiert oder aber in die Dunkelheit horcht und lauscht, ob ihr weitere Dinge erkennen könnt, könnt ihr euch dann durch das Marschlager nach Norden hin vortasten. Ihr könnt mir gerne nochmal alle eine Probe auf Spurenlesen geben. Immerhin hat Davut euch auf die anderen Spuren hingewiesen.
knapp 98. Zain hinterlässt selber große Spuren im Matsch. Fällt da vielleicht das ein oder andere Mal im Schlamm auch hin, sodass du mit den Knien einsinkst, dich wieder nach oben rappelst. Das wird für jeden anderen Spurenleser ein leichtes, euch zurückzuverfolgen. Junius, du erkennst, das sind wohl römische Latschen, aber aufgrund des Matsches würdest du diese Person als viel zu leicht einordnen. Gerade wenn es ein Römer ist, der nicht unbedingt ein Schild getragen hat, aber der Ausrüstung dabei hatte, auch ein Gladius, der war viel zu leicht, würdest du meinen. Aber römische Latschen. Ja, das ist Junius, geht da in die Hocke. Fährt man mit dem Zeigefinger darüber. Eindeutig römisch. Ja, Junius kratzt sich am Hinterkopf. Das ist. Ja, vielleicht sehe ich auch einfach nur Gespenster. Also, ich sehe hier gar nichts in dem ganzen verdammten Matsch. Was ihr am Ende der Straße von hier aus erkennen könntet, in der Mitte steht ein, ihr würdet sagen, ein Gebilde. Jetzt mit der untergehenden Sonne ist das nicht ganz zu erkennen. Ihr würdet auch sagen, es ist ein Baum. Aber die Lichtreflexion scheint euch hier wieder ein, tja, das Material, das ist kein Holz. Wenn ihr näher und näher kommt, könnt ihr erkennen, dass es ein gewaltiger Baum aus Glas ist, der vor allem am unteren Stammesrand mit zahlreichen blutigen Handabdrücken versehen ist. Davon hörten wir schon, von den Bäumen aus Glas. Aber dass das wirklich gibt. Und ja, auch der Blutkult. Ich werde mir das einmal anschauen. Und ich möchte mal näher rangehen und mir diesen Baum... Ich möchte ihn nicht berühren, aber schon so nah rangehen wie möglich. Sehe ich irgendwas anderes, außer dass er mir gläsern erscheint? Also, es ist nicht irgendwie so, dass es ein Künstler gefertigt haben muss. Das sieht tatsächlich aus wie ein echter, gewachsener Baum mit all den Knorpeln, mit der Rindenstruktur, mit den Wurzeln, die nach unten ins Erdreich laufen. Du kannst sogar, versuchen, nochmal ein bisschen die Wurzeln nachzuverfolgen, selbst wenn sie dann unterirdisch weiterlaufen. Gut, weiter kannst du dann auch nicht gucken, aber selbst unterirdisch laufen sie glasartig weiter, auch nach oben hin. Du kannst Blätter erkennen. Einige sind sogar runtergefallen, als würde der Herbst oder generell der Wind nach ihnen gegriffen haben. Jetzt gerade haben wir natürlich den Frühling und Aprilius, aber auch hier liegen gläserne Blätter am Boden. Einige sind sogar zerbrochen, als ob jemand draufgetreten wäre. Also ich bin mir nicht sicher, was das ist, Männer, aber das sieht ganz übel aus hier. Dem stimme ich zu. Ja, das mag uns beunruhigen, aber denkt immer daran, da wo wir herkommen, gibt es gepflasterte Straßen und Aquädukte. Ist immer noch auch nur eine Wildnis. Welche Barbaren. Davut, wenn du nach und nach eben auch in die hölzernen Gebäude vorstößt und dort kundschaftest, kannst du tatsächlich nicht nur Fußspuren erkennen, sondern auch eine einzelne Person, die in einem der hölzernen Gebäude steht, mit dem Rücken zu dir. Du würdest sagen, es sind römische Gewänder, eine Toga. Das wendet sich kurz nach hinten und im Flüsterton. Ich glaube, wir haben hier einen Aasgeier. Junius zückt sein Gladius. Ja, David würde es gleich tun, würde auch sein Gladius dann ziehen und sich bereit machen. Aber ihn Plünderer. Ihn würde mal einen Wurfspeer bereit machen. Würde das. Also, Junius hatte ja die Fußspuren uns erläutert, dass die zu leicht sind. Würde das passen? Ist der wenig gerüstet? Wahrscheinlich, ne? Also, du kannst keine offensichtliche Bewaffnung an ihm erkennen. Es ist eine Toga Pretexta oder so etwas, würdest du meinen. Es ist dunkel. Also die Toga eines Erwachsenen, vielleicht sogar eines Priesters. Das kommt dann auf die Farbe des Streifens an. Kannst du aber, wie gesagt, nicht genau erkennen. Er sieht ja auf den ersten Blick unbewaffnet aus, so ein bisschen leicht gebeugte Haltung, als hätte er einen Buckel.
Auch wenn er nur mit dem Rücken zu dir steht, aber trotzdem erinnert dich die Statur so ein bisschen an jemanden. Du kommst aber gerade nicht drauf. Erinnert mich das an Felix? Tja. Doch wenn du so drüber nachdenkst, eigentlich kann das nicht sein, denn der ist vor 2 Tagen ganz grausam gestorben. Und den haben wir auch bestattet. Bestattet habt ihr ihn auch, dann ist er den Fluss runtergetrieben und... Aber Felix hatte vor allem in dem letzten halben Jahr, hat er nicht mehr diesen Buckel gehabt. Der ist ihm seit der Schlacht abhanden gekommen. Aber ja, wenn du ihn dir so betrachtest, in dem letzten Mondlicht, was da durch die Bäume scheint oder dann durch das offene Dach des eingestürzten Gebäudes hineindringt, das könnte Felix sein, ja. Hat er noch beide Arme? Er hat beide Arme, ja. Er steht da, ziemlich verloren. Wie gesagt, mit dem Rücken zu dir hat er dich auch wohl noch nicht gehört oder erkannt. Auch das Ziehen von euren Gladi hat er wohl nicht weiter, ja, bemerkt. Aber du siehst, dass er sich so leicht bewegt, so hin und her, nach vorne und nach hinten, ganz leicht. Ich spreche leise den Gedanken laut aus, das erinnert mich an Felix. Erinnert mich einfach an Felix. Ja, sowas darfst du nicht denken. Einer von uns muss ihn den Weg abschneiden, dann die anderen nähern sich dann. Gleich mich drumherum. Und ich würde versuchen, mich so ums Haus zu schleichen, dass, wenn ich da einen Weg sehe, wo auch immer diese Person hinflüchten könnte, dass ich den abschneide. Ja, du kannst dann einen anderen Weg wählen durch die... Ja, Gassen, alles natürlich rechtwinklig angelegt, kommst dann auch mit relativ wenigen Schritten dann um das Haus drumherum und kannst dann durch Risse oder ein Fenster spähen. Das Licht ist ziemlich schlecht. Aber ja, das ist der alte Mann, das ist der Priester. Können meine anderen Kameraden mich noch sehen? Aktuell nicht. Wenn du durch das Fenster durchkommst, ja. Okay, würde ich jetzt mal durch das Fenster springen, das werden die schon merken und dann aus der anderen Richtung kommen, meine Hoffnung. Ja, du springst durch das Fenster hindurch, beziehungsweise die Öffnung, die dir gerade gegeben ist, schießt dann in der Seite von Felix, der jetzt tatsächlich auch den Kopf langsam in deine Richtung dreht. Er blinzelt dich einmal kurz an und dann, ja, siehst du die trüben Augen, die sich von Felix auf dich richten. Oh, ist es schön, dich zu sehen, mein Junge. Dann setz dich doch und bitte mit mir. Oder bleib stehen. Wie es dir beliebt. Ich habe euch sterben sehen. Ich war dabei. Ihr seid im Fluss. Oh. Du scheinst aber schlimm geträumt zu haben. Die Götter können dir solche Gedanken wieder nehmen. Hören wir das auch? Ja, wenn ihr da steht. Ihr habt gerade gesehen, wie Titus durch das Fenster durchgebrochen ist. Lässt dann seinen Gladius sinken und starrt auf die Person. Titus würde auch sein Gladius wieder heben und langsam zurückgehen, offensichtlich, als würde er durch das Fenster fliehen wollen. Ihn würde auch mal zur Tür gehen und sich das Ganze genau anschauen. Ja, Davut würde mitziehen und vielleicht sogar langsam näher treten, sodass Titus auf jeden Fall sieht, dass wir da sind. Verdammter Wiedergänger! Verdammter Wiedergänger! Ziemlich merkwürdig, mein Junge. Du möchtest doch nicht dein Gladius gegen einen Priester erheben. Wir haben bezahlt. Wir haben bezahlt. Verdammter Wiedergänger! Ich bin kein Wiedergänger. Felix, wie kommst du hierher? Ich habe an die Münzen gedacht, du solltest doch Geld für den Fährmann gehabt haben. Ich hab's auch gesehen. Sein Arm! Ich kenne euch. Ich kenne dich. Du bist einer der Wundheiler. Ja. Ihr gehört zu 19. Oder nicht?
Ja, das ist richtig. Oh, dann müsst ihr Decurio Junius sein. Ich habe schon einiges von euch gehört. Und da war nicht viel Gutes bei. Decurio kann seinen Augen nicht. An seinen Augen nicht trauen, aber stapft dann auf Felix zu, dass er dann relativ nah ist, greift er mit beiden Armen zur Seite, wie für eine Umarmung. Ja, ich würde auf jeden Fall im respektvollen Abstand bleiben und sehr ungläubig auf Felix starren. Den Gladius aber immer noch fest in der Hand haltend. Ihr wirkt so, als hättet ihr viel Leid durchgemacht, Junius. Wenn ich euch helfen kann, auch nur damit, dann kommt her. Dann schließe ich euch in meine Arme. Dann umarmt Junius Felix. Würfel mal Verborgenes erkennen. Ja, du presst ihn an deine Brust. Er ist angenehm warm. Vielleicht ein bisschen dürrer, als du ihn in Erinnerung hattest. Nicht ganz so kräftig, aber gut, das mag mit dem Alter sowieso kommen. Du warst doch tot. Ich verstehe nicht. Die Mission und unsere Mission und wie wir über den Rhein gekommen sind. Möchtet ihr vielleicht einen Tee? Ich müsste hier noch irgendwo welchen haben. Ich habe doch irgendwann welchen getrunken. Tee ist ein Segen für die Seele. Es beruhigt auch den Geist. Junius runzelt die Stirn. Felix, was? Woran kannst du dich die letzten 6 Monate erinnern? Die letzten 6 Monate? Warum stellt ihr mir denn jetzt so eine Frage? Wir haben erst vor kurzem dieses... Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut in letzter Zeit. Aber dieses Lager errichtet. Das ist nicht so lange her. Ja. Varus hat uns geführt. Die 17., 18. und 19. Legion vereint. Was weißt du über Varus? Was ist vor? Was ist das Letzte, was du über Varus weißt? Das hab ich doch gesagt. Ja, sprecht doch mit ihm. Ja, er muss hier irgendwo sein. Hier im Lager. Warum schaut ihr mich nun jetzt alle so an? Weil wir dich vor ein paar Tagen bestattet haben. Nun, das sind keine Witze, die man so machen sollte. Ich mache keine Scherze, Felix. Ich bin mal in den Rücken von dem Wiedergänger schleicht, sodass er mich nicht sieht. Ja, wenn Davut das sieht, dann probiert er natürlich die Aufmerksamkeit von Felix auf sich zu ziehen und Ist Felix sonst immer bewaffnet gewesen? Weiß ich das? Also selbstverständlich hat er einen Gladius geführt, aber der Mann ist um die 50 Jahre, würdest du meinen. Ja, aber der hat war schon, Legionär. Der hat schon seine Zeit in der Legion abgesessen. Der konnte früher gut mit dem Schwert umgehen. Und gut, bei der Schlacht vom Teutoburger Wald, da hat er sich dann zwangsläufig mit dem Gladius gewehrt und irgendwie auch überlebt. Seitdem war es auch immer an seiner Seite. Jetzt gerade hat er keins. Guckt sich auch so ein bisschen weiter um. Er spricht von Tee. Du siehst hier aber auch nicht, dass hier in letzter Zeit gekocht oder geschlafen worden ist. Also egal, wie lange der schon hier ist. Das sieht
nicht so aus, als ob auch diese Hütte bewohnt wäre. Du siehst zerbrochene Tonkrüge, Wein, der in die Holzbohlen gelaufen ist. Du siehst staubige Armaturen, also Schilder, die irgendwo aufgehängt worden sind, zerbeult. Du siehst ja generell Plündergut. Du siehst aufgeschnittene Säcke mit Nahrungsmitteln, die hier dann rumstehen. Auch daran zwar Schimmel, auch Pilze, selbstverständlich, aber keine Tiere, die sich daran gütig getan haben. Nur eben, ja, Schimmel und Pilze. Okay, was weiß ich religionstechnisch über Wiedergänger und was wäre meine abergläubische Umgehensweise damit? Ich weiß nicht, was halten die Römer davon? Die Römer halten da gar nichts von, aber als Germane weißt du selbstverständlich, dass es die Draugre gibt, die Wiedergänger. Okay, und was ist mein geplanter Umgang mit diesen Wesen? Also habe ich einfach Angst vor denen, laufe ich vor denen weg, müssen die vernichtet werden, sind die ganz okay, was weiß ich darüber? Also die Draugre sind im Prinzip, kommen die in der Nacht, fressen Menschen, töten Menschen. Es mag auch einige Hexer oder Hexen geben, die kontrollieren können und auf andere Dörfer hetzen. Aber im Prinzip sind Draugre immer etwas, von dem man Angst haben muss. Es gibt ja auch dann diese Hügelgräber, die dann gerade aus diesem Grund eben dann auch ausgehoben werden, damit dann die Draugre, tja, entweder als Wachen dort fungieren oder damit sie dann eben mit ihren eigenen Waffen auch beigesetzt werden, damit sie auch nicht suchen oder so etwas. Draugre sind immer etwas Entsetzliches. Habe ich irgendein potentes Hausmittel dagegen? Weiß ich irgendwas, wovon ich glaube, dass es hilft? Salz. Hab ich Salz? Du kannst dich umblicken, würfel mal auf Verborgenes erkennen. Vielleicht gibt es ja hier Salz irgendwo in dieser hölzernen Hütte. Andere Vorräte gibt es ja. 31. Ja, du siehst, dass dort ein Fass mit Salz steht. Direkt neben dem Getreide. Vermutlich würde Titus in reiner Panik seinen Gladius fallen lassen, zu diesem Salzfass rennen und das über seinen Kopf versuchen zu heben. Wie groß ist das? Kann ich das anheben? Nee, also dafür ist es zu groß. Das ist halt so ein Fass, das geht hier ungefähr bis zur Brust. Und da sind sicherlich 200 Kilo Salz drin. Okay, dann möchte ich anfangen, Felix mit Salz zu bewerfen. Weil das mein bester Plan ist, in meiner tiefen Panik. Was soll denn das? Junge, fort mit euch! Fort mit euch! Julius, maßregelt eure Männer. Also man kann auf jeden Fall erkennen, Titus ist auch in tiefer Panik. Also Titus scheint auch nicht bei Sinnen zu sein. Was ist denn mit euch allen los? David schaut panisch zwischen Titus und Felix hinterher, oder panisch ist vielleicht übertrieben, aber höchst verunsichert. Junius geht jetzt auf Titus zu, macht so hinten so eine Handgeste Richtung David und dann zeigt er auf das fallengelassene Gladius. Mhm. David würde es aufgreifen. Jetzt beruhige dich. Legionär, Titus. Ihr wisst, dass er tot ist. Wenn er wieder läuft. Ja, er besessen. Aber zumindest scheint er keine Bedrohung für den Moment zu sein. Die fressen Menschen. Ich glaube, ihr vergesst, wo ihr seid. Wir sind hier immer noch in einem Legionslager. Ein wenig Benehmen und Anstand wäre vonnöten. Felix, ihr wisst, ich bin Medikus. Ich würde euch gerne untersuchen. Mach mir Sorgen um euren Gesundheitszustand. Mir geht es gut. Danke. Ich würde mich gerne davon vergewissern. ihr seht, die anderen Männer hier werden nervös, weil sie geglaubt haben, euch sterben gesehen zu haben. David, gib mir mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Mhm. Oder auf Horchen, das müsstest du auch haben, ne? Wo wäre denn Horchen? Horchen, hast du auch gar nicht so gut. Ja, dann gib mir mal Verborgenes erkennen. Ja, passt schon, Verborgenes erkennen. Ja, immerhin. 42. Ja. Während Zain über die knarzenden, pilzigen Holzbohlen geht, kannst du
Stimmen hören, die von draußen zu kommen scheinen, wohl aus Süden, auch ähnlich die Richtung, die ihr gegangen seid. Dir fällt auch wieder auf, dass Zain in den Schlamm gefallen ist und große Spuren hinterlassen hat. Ihr habt euch bisher nicht wirklich darum gekümmert, eure Spuren zu beseitigen. Und das klingt nach einer Gruppe, du weißt nicht, wie groß sie ist, von Germanen. Du verstehst zwar nicht, was sie sagen, aber dass es ja germanisch ist an sich, das verstehst du schon. Ja, ich mach ein Psch, mach den Finger auf den Mund. Hier riecht jemand. Mach ein Zeichen auf die Ohren, ein Zeichen einmal so in der Luft mit dem Finger, das ist hier rum, und dann würde ich mich in Deckung begeben. Zeig dann auf Zain, zeig dann auf seine Spuren. Römer. Also ihr merkt auf jeden Fall, Titus wird das nicht merken. Der ist in voller Panik und fängt an, hier Leute mit Salz zu bewerfen. Der interpretiert hier keine Anzeichen. Verdammt, ich habe ja auch noch sein Schwert in der Hand. Zain würde versuchen, jetzt hinter einer Kiste in Deckung zu gehen und sich zu verstecken. Ich würde probieren, zügig auf Titus zu gehen, ihn in irgendeine Ecke zu zerren, wo wir außer Sicht sind, und ihm sein Gladius in die Hand drücken. Würde ihn dann einen Finger auf den Mund legen und dann nochmal auf die Ohren, dass er auch wirklich hört. Und dann, also du merkst auf jeden Fall, Titus wegzudrücken ist viel einfacher als sonst. Der scheint sich gar nicht zu wehren und der blickt dich mit wirklich großen, einfach ein bisschen auch verängstigten Augen an. Wir müssen hier weg. Die Hexe war hier. Ja, aber wir können sie doch sehen. Sie müssen hier irgendwo sein. Folgt den Spuren. Ihr könnt hören, wie die Stimmen näher kommen. Und dann bleiben sie stehen. Direkt vor der Hütte. Ihr könnt 3-4 Schatten erkennen, die jetzt in die Hütte hineinblicken. Und argwöhnisch. David, hast du dich versteckt? Mhm. Okay. Ich habe Titus ja mitgezerrt. Also, ich müsste wahrscheinlich hier irgendwo sein. Mhm, hinten bei den Kisten. Zain hat sich hinter die anderen Vorräte gestellt. Felix, stehst du immer noch in der Mitte? Was glaubst du denn? Hat Felix einen Grund, sich zu verstecken? Nee, Felix ist doch, glaube ich, in einem römischen Lager, genau. Mitten im römischen Lager. Dann hätte Junius in der Situation Felix versucht zu packen und in die Ecke zu ziehen. Okay, jetzt ist eine wichtige Frage. In welche Ecke ziehst du den? Weil wenn du den zu mir ziehst, dann passiert hier gleich was Unglückliches. Das siehst du auch, wenn du den in meine Richtung bewegst. Titus findet das nicht gut. Dann nehmen wir eine andere Ecke des Titus. Zain wollte ihn ja eh noch untersuchen. Also Zain. Okay, dann gib mir auch mal eine Probe auf verborgen bleiben, Junius. Oder sich verstecken. Verstecken. Genau, verstecken. Damit du jetzt Felix... Boah, das ist eine gute Probe. Du kannst das nicht gut. Aber du hast im Vorfeld schon die Warnung gehört. Du hast gesehen, wie Davut sich an dir vorbeigedrückt hat. Und hast das dann auch intuitiv gleich richtig gedeutet. Bevor dann die vier Germanen an der Tür auftauchen, konntest du dann von der einen Ecke über die Mitte gehen, auf leisen Sohlen Felix mit dir ziehen und dann hinter den Stapel der Kisten, wo dann eben auch Zain neben dir in der Ecke verschwindet. Dreht euch dann irgendwie ans Fenster. Ne? Wenn sie jetzt am Fenster vorbeigehen würden, würden sie euch entweder euch selbst entdecken oder auf der anderen Seite dann Davut und Titus. Sie bleiben kurz an der Tür stehen. Ihr könnt auch leise wieder hören, wie sie sich unterhalten. Verstehen könnt ihr sie nicht ganz, weil sie sich sehr leise unterhalten. Aber was wohl mehr oder weniger klar wird, sie trauen sich nicht rein. Sie haben aber die Spuren entdeckt, trauen sich trotzdem nicht rein. Ist gut. Und dann nach die Sekunden verstreichen wie Äonen, ich würde sagen, vielleicht nach einer Minute gehen sie weiter und verschwinden. Ihr seid wieder alleine. Bleibt sicherlich noch 2 Minuten weiter hinter den Kisten sitzen, bis dann Felix das Ganze wieder auflöst.
so ein verhaltensmäßig unangebrachter, bitte Curio. Nun weiß ich auch, wo ihr euren Ruf her habt. Wenn er sagt, dass mein Verhalten unangebracht ist, dann schadet es ja nicht, wenn ich das noch tue. Und Yunus packt jetzt Felix nochmal am Arm und zischt dann zu Zain. Untersuch ihn. Jawohl. Was? Ist das ein normaler Mensch, oder? Lass mich los. Ja, Zain würde seinen Arm auch packen und mal versuchen, den Puls zu erfüllen. Ihr Faseling, hilf mir doch. Dann gib mir mal eine Probe auf Medizin. Anatomie, erste Hilfe. Hält Dabu Titus immer noch fest? Nee. Weil dann würdet ihr merken, wie ihr in dieser Sekunde weiter mit Salz beworfen werdet. Weil Titus hat einfach keine Ahnung, was er tun soll. Hat ja schließlich ein ganzes Fass. Ja, richtig. Probe ist tatsächlich geschafft. Also er ist warm. Du versuchst den Puls zu fühlen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Du kannst so eine Art Rauschen wahrnehmen, aber ein richtiger Puls ist das nicht. Wenn du dann siehst, wie du deinen Daumen wegnimmst von seinem Arm, siehst du wohl wieder noch so ein kleines, naja, Loch ist es nicht, aber so ein Abdruck in seinem Fleisch zurückbleibt und das wohl gar nicht wieder richtig zurückgeht. Normalerweise müsste er an der Stelle auch dann, zumindest zwischen den Knochen, dann Fleisch haben, aber es bleibt viel zu lange eingedrückt. Und wenn du dann auch so ein bisschen angewidert siehst, wie Junius dann einmal seinen Arm wegnimmt, den er gerade zugepackt hat, ja, wie gesagt, warm ist er, aber auch die Stelle, wo er mit seiner Hand zugedrückt hat am Arm, bleibt der Arm so verformt. Und wenn du dann nochmal genauer hinguckst, wirklich viel Licht hast du nicht, aber die Stellen, wo Titus mit Salz geworfen hast, also mittlerweile ist eine ganze Menge Salz geworfen, hat vielleicht auch Felix versucht, mit dem Arm oder mit der Hand so ein bisschen abzuschirmen. Du siehst da jetzt mittlerweile Narben, kleine Narben, die sich gebildet haben, als hätte sich das Salz in die Haut gefressen. Seht ihr das? Ein zeigt mal drauf und ja, meint es halt auch so zu Felix und zu Junius. Das ist nicht normal. Bei einer lebenden Person würde das nicht sein. Felix, schaut euch das selbst an. Was macht ihr nur mit mir? Lass mich los. Bye, bye, Jupiter. Schaut nur, was ihr mir antut. Haben euch alle Götter verlassen. Ja. Ja. Dahin würde mal ein bisschen Salz vom Boden, so eine Handvoll zusammen hier schieben und würde sagen: Felix, ich befürchte, ihr seid ein Untoter. Hier, das hier ist normales Salz. Ich halte es in den Händen. Versucht es mal in euren Händen zu halten. Und falls er mit den Händen so einen Kelch formen würde, würde ich ihm da Salz reinschütten. Und so war etwas wie euch. Mittlerweile könnt ihr es einmal klacken hören. Dann rollt irgendwas über das Dach. Und durch eines der Löcher könnt ihr dann sehen, wie eine Fackel zu Boden fällt, die immer noch brennt. Und wenn ihr dann durch das Loch blickt, könnt ihr tatsächlich auch sehen, wie über euch mittlerweile jetzt das Dach nach und nach anfängt zu zundern, zu lodern und weiter Feuer fängt. Wir werden angegriffen. Ernsthaftiger Mann, das Lager wird angegriffen. Lasst mich los, ihr Verrückten. Ich würde ihn tatsächlich loslassen. Du lässt ihn auch los. Hütet euch vor dem. Bewaffnet euch am besten. Ja, Gladius wird natürlich wieder gezogen. Also Titus hat hier nur einen Feind und das ist der Untote. Also ich bin nicht damit fein. Ich würde, wenn ich das gehört habe, jetzt noch viel mehr Salz nehmen und den angreifen, wenn ich höre, dass das effektiv ist. Für allen guten Göttern. Sollen wir mit den Germanen probieren zu reden? Wollen wir ihnen erzählen? Es gibt nur einen von uns, der mit ihnen reden kann, so richtig. Ja. Mein Junius blickt zu Titus und Titus, der trägt gerade in zwei Händen viel Salz in Richtung Felix und scheint das nicht so wirklich zu merken. Auf! Titus, wir müssen raus, hier brennt. Titus, versuche ihnen Vernunft einzureden. Sie sind bestimmt nicht scharf darauf, gegen Untote zu kämpfen. Und ich würde auch meinen germanischen Schild nehmen, den ich geschenkt bekommen habe. Er wird ihn den Titus zuwerfen. Vielleicht hilft das, sie zu überzeugen. Vielleicht auch nicht, aber... Titus würde diesen Schild fangen und dich dann ganz kurz verwirrt anschauen.
Wieso brennt Ihnen, es wir hier? Die Germanen lassen an. Vor der Tür sind Germanen. Nach mir zu werfen. Oder, nein, vor der Tür nicht, aber auf dem Dach sind Germanen, die... Ja, mittlerweile wallt auch oder? Schwarzer Rauch nach unten. Das Dach steht weiter in Flammen. Es knackt. Ihr könnt jetzt mittlerweile auch hören, wie über euch Balken zusammenbrechen. Wir müssen hier raus. Ja. Wir können durchs Fenster raus. Ja, durchs Fenster. Okay, wenn Felix sich in Richtung diesem Fenster bewegt, dann rennt Titus vorne aus der Tür raus. Ich gehe nicht an diesem verdammten Rohr vorbei. Mit dem Germanenschild voran stürme ich aus dieser Tür. Würde dann mit gezücktem Gladius mich zur Türecke probieren, auch zu bewegen. Also, Also erstmal aus dem Fenster raus, im Schatten so ein bisschen noch verborgen. Ja, Titus, wenn du nach draußen stürmst, erstmal weg von dem Draugr, von Felix Seneca, dem Priester, stehst du vor vier Germanen, die Knüppel in ihrer Hand halten, schwere Knüppel. Einer von ihnen hatte wohl eine Fackel rübergeworfen und sie blicken dich jetzt mit finsterer Kriegsbemalung im Gesicht an und sind verwirrt. Ja, die merken auch, dass ich gar keine Angst vor ihnen habe, sondern in das Haus zeige und brülle Drogre, Drogre, und dann möchte ich an ihnen vorbeilaufen. Ich möchte sie nicht an, ich möchte einfach rennen. Ja, du kannst an ihnen vorbeirennen, rennst so weit weg wie von Felix wie möglich, zwischen ihnen, an ihnen vorbei, wenn du möchtest, in diese Richtung. Ich möchte mich dann so ungefähr 20 Meter hinter ihnen, hinter einen Busch setzen. Also sie werden das sehen, dass ich das tue. Ja, sie halten dich auch nicht auf. Sie mustern dich weiter. Du kannst kurz sehen, wie sie ihre Knüppel heben, zum Schlag bereit. Du hörst wohl noch nie, wie sie noch sagen, nein, nicht einer von uns. Und dann stürmst du an ihnen weiter vorbei. Du wirst auch nicht verfolgt. Du siehst wohl aber auch noch, wenn du dich dann umdrehst, wie Davut an der Hausecke dann auftaucht, verborgen im Schatten. Und dort ebenso hinblickt, während sie auf die, auf einer blickt dich an, die anderen drei haben auf den Hauseingang noch weiter ihre Knüppel gerichtet und warten, dass dort irgendwas passiert, während das Haus weiter brennt und brennt und brennt. Ja, da wurde Titus wird nicht angegriffen, was auch immer das ist oder war, ob sie jetzt Angst vor den Trauger haben, ob Titus jetzt ein Ziel ist. Ganz klar, man rennt nicht zu Titus. Du rennst zu Titus? Okay, du rennst los, du siehst, wie einer von ihnen auf dich deutet. Da! Und während du an ihnen vorbei willst, holt einer von rechts aus und zimmert dir den Streitkolben in Richtung deines Helms, hast du nicht auf, in Richtung deines Kopfes. Dann probiere ich auszuweichen. Okay. Kann ich dich dann nicht gut. Wie hoch ist deine Gewandtheit? 50, dann darfst du als erstes, aber du machst auch keinen eigenen Angriff, ne? Du machst ja nur im Prinzip eine Ausweichenmanöver, korrekt? Wenn ich sehe, dass er mich angreift, aber es bringt jetzt auch nichts, wenn wir gegen die kämpfen. Du siehst es ja, also er holt auch auf alle Fälle aus und würde dann. Oder ich probiere, seinen Arm abzuschlagen. Das könntest, also du kannst auf alle Fälle gegen seinen Schwertarm führen, ja. Ja. Ob der jetzt abgestrennt wird, ist nochmal eine andere Sache, aber du kannst zumindest versuchen, seinen Angriffsarm dann zu verletzen. Das wäre dir möglich. Ach, verdammt. Ne. Ja, er hält gegen, würde sich auch gar nicht irgendwie eine Abwehr oder sowas verteilen, sondern hiebt direkt dann mit seiner schweren Keule gegen dich. Beziehungsweise, ich würfel jetzt hier auf Schwert, ist aber im Prinzip der gleiche Wert. Und wie gesagt, gezielt war in Richtung deines Kopfes oder der Brust. Du siehst, wie die schwere Keule im Prinzip gar nicht, sie kann gar nicht daneben, weil du auch direkt auf ihn zustürmst. Und das ist ein schwerer Erfolg. Dementsprechend bekomme ich 4 Punkte so oder so schon mal oben drauf. Sind 7 Punkte Schaden. Du darfst deine Panzerung abziehen. Ich glaube, die Panzerung müsste bei dir 1 sein. Nee, 2. Ist sogar 2. Schon 2, alles klar. Ja, 7 Punkte Schaden minus 2 ist dann die 5 Trefferpunkte. Die er dir gegen deine Brust hiebt. Die Luft wird dir aus den Lungen gedrängt. Wie viele Lebenspunkte hast du insgesamt? 6 noch.
6 noch, also 11, also 6 habe ich noch. Gut, also nicht über die Hälfte, das wäre sonst auch wieder kritisch. Die Luft wird dir aus den Lungen gedrückt, du merkst wohl, wie deine Rippen brechen. Du hustest kurz einmal ein bisschen Blut aus und versuchst krampfhaft auf dem Bein zu bleiben. Nächste Kampfrunde. Du siehst, wie der zweite Germane, der wohl da noch wohl irgendwie stand, würde jetzt auch in Richtung von dir kommen. Hat auch noch so einen halben Blick auf der Tür. Die anderen bleiben abwartend in Position. Titus, was tust du? Ich möchte jetzt nach vorne rennen. Ich habe mein Gladius gar nicht gezogen. Doch, weil warum? Aber ich habe es dir zurückgegeben. Ach so, ja, dann würde ich mein Gladius wegstecken. Ich würde an ihm vorbeirennen, mich so ein bisschen über Davut knien mit dem Schild und in die Richtung von dem Haus zeigen und Rogre, Rogre schreien. Mhm. Ich möchte die überzeugen, dass das größere Problem ist als der halbtote Römer, der hier was rumliegt. Was tut Junius? Junius Blickwinkel hat er ja nur gesehen, dass Davut geschlagen wurde von den Germanen. Correct. Also stürmt er jetzt nach vorne mit seinem eigenen Gladius. Mhm. Will den Germanen büßen lassen. Unser Plan geht hier richtig gut auf, Boys. Ausgezeichnet. Dann kann Titus sprinten. Du wirst ihn in dieser Kampfrunde eben nicht mehr erreichen, dann aber nächsten. Junius wird ebenso sprinten und du kannst dann im Prinzip dann auch in der nächsten Kampfrunde Junius den Germanen erreichen. Gut, dann ich schaue gerade mal auf das Initiative-Brett. Das habe ich mir tatsächlich notiert. Bitte? Kann Sain noch handeln? Ja, selbstverständlich. Ich würde sagen, komm Felix, hilf uns, und würde jetzt ein Stück vorlaufen und meinen Pilum werfen. Mhm. Auf irgendein Ziel, wo ich jetzt keinen anderen treffen kann. Okay, das ist der andere, genau, der da steht. Den könntest du versuchen, ne? Machst noch einen Meter an die weitere Wand und könntest dann treffen. Gut, dann fangen wir in der ersten Kampfrunde oder zweiten an. Zain hat die nächsthöhere Initiative mit 70. Wollte ich mal meinen Speer. Ihr Fighting Spear? Genau. Oh Gott. Das ist ein Patzer. Dann gib mir mal einen W3. W6 halbieren. Oder W3 kannst du auch würfeln. Das ist die 3, das ist Junius. Dann darfst du den Schaden auswürfeln. Ihn wechseln ganz schnell noch die Seiten. Ja, Mensch. Hoffen wir, dass du da jetzt nicht nochmal die maximalen Trefferpunkte rausholst. Achso, ein W8 ist das. Ein W8 plus Schadensbonus. Hast du einen Schadensbonus? Nee, ne? Aber nicht. Wieso was? Schadensbonus? Schadensbonus geht über Konstitution und Größe. Oder Stärke und Größe, meine ich. Ich glaube, du bist aber auch eher unterdurchschnittlich. Du bist eigentlich unterdurchschnittlich. Also einfach nur ein D8. Also wenn du deine Werte siehst, steht da BW, Statur und SB, das ist der Schadensbonus. Guck mal, ist doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, Junius hat auch eine Rüstung von 2. Ja. Dann kriegst du nur einen Schadenspunkt. Du merkst, wie dich irgendetwas nach vorne drückt, Junius. Du weißt nicht genau, was es ist. Ist kurz schmerzhaft, aber scheint dich nicht weiter zu stören. Ja, das ist, er beißt sich auf die Zähne, will sich eigentlich sofort entschuldigen, will aber auch nicht seine Position unnötig genau weggeben. Das kriegt ihn gerade total auf, was er getan hat. Ja, und macht erstmal gar nichts. Dann ist Junius dran mit der nächsthöheren Dexterity. Ja, der wird versuchen, hier den Germanen zu erstechen, der auf seine Kundschaft eingeschlagen hat. Klicke ich hier auf Nahkampffertigkeiten, genau, oder gleich aufs Gladius? Genau. Jetzt, wo du gerade über ihm stehst, neben ihm stehst, er möchte dann auch nicht weiter auf den schon halbtoten Davut einheben, sondern du bist die nächsthöhere Gefahr. Titus sieht er noch nicht. Das heißt, er würde seinen Angriff oder seine Verteidigung umwandeln und in deinen Angriff auch wieder hineinfallen. Das machen die Germanen ganz gerne.
Das heißt, er macht kompromisslos. Kannst du gerne mal deinen Angriff würfeln. Wir taugen nichts als Legion. Und ich weiß schon, warum wir überlebt haben. Ja, ich glaube auch, wir konnten gut laufen, ne? Ja. Achso, das ist Junius, der Germane. So hohe Werte hat er ja selber gar nicht. Er ist auch in Unterzahl. ich würfel das nochmal. Er ist in Unterzahl, das heißt, ich gebe ihm auch negative Boni-Würfel. Ich nehme den schlechtesten. Das ist eben der Vorteil, wenn man in Überzahl kämpft. Und da würde ich tatsächlich ihm die 79 geben. Und er schlägt und hiebt. Du kannst dann auch unter seinem Hieb drunter durchtauchen. Sodass eben in dieser Runde zumindest bei euch beiden nichts passiert ist. Ich würde nun für die Ehre der 19. Legion 10 Punkte Glück ausgeben. Geht das? Im Kampf kannst du es nicht machen, nein. Okay. Nach Junius, also es ist wie gesagt so ein Hauen und Stechen, du kannst dann auch irgendwie merken, wie dieser Holzknüppel dein Schwert trifft, dann hebst du selber zu und er kann irgendwie sein Knüppel noch wieder reindrehen, also es ist wie gesagt so ein Hauen und Stechen, du hättest ihn vielleicht getroffen, aber er ist dann doch irgendwie gewandter. Albus, Davut, du bist ja dran. Vielleicht kann ich ja irgendwie meinen Gladius noch in seine Richtung, gerade wenn er sich dann auf Junius konzentriert. Vielleicht kriege ich es ja in seine Brust gerammt, das Gladius. Liegst so ein bisschen mal halb am Boden, würde ich sagen. Kannst ihm dann von unten auf deinen Knien dann in die Brust hineinstechen, bevor dann der zweite Germane kommt. Ja. Und das soll gelingen, dann macht er einen Schaden. Jetzt nochmal eine 6 bitte. Naja, 4. Das ist schon mal 4. Ich muss gerade mal gucken. Panzerung haben sie nicht. Das sind halt so halbe Fälle. Dann kommt der 4 Schaden. Schlitzt und schneidest in seinen Brustkorb. So ein Pieken, so ein Hauen, so ein Stechen. So ein bisschen rüberziehen über seinen Bauch. Er hält seine Gedärme wohl noch fest, die dann auch nicht weiter rausplumpsen. Ist immer noch kampffähig. Nach Davut ist Felix dran. Ja, Felix hat umgebeten, dass ihm irgendwer aus dem Fenster raushilft, aber das alle scheinen sich wohl mit den Germanen beschäftigt zu sein. Was für eine Dekurie. Gibt Felix das durchs Fenster rausgehen auf und schaut sich um. Hat er seinen Gladius hier irgendwo liegen lassen? Nee. Dann wird er sich unbewaffnet darum machen, hustend durch den Haupteingang rauszugehen. Wenn du nach draußen gehst, kannst du bemerken, wie wohl die Germanen, vor allem diese beiden hier, erstmal einen halben Schritt zurückweichen. Und auch der andere Germane, der jetzt auf deinen Kameraden Titus zulaufen wollte und auch jetzt nach ihm schlagen wollte, hält zumindest erst einmal inne und schlägt nicht zu, weil der Fokus jetzt tatsächlich auf dir ist. Also irgendeine Wirkung hast du wohl auf sie. Du kannst es selber nicht genau zuordnen. Titus. Ja, mein Ziel ist, dass wir uns alle gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind vereinen. Das ist eindeutig Felix, der Drogre. Ich möchte nicht die Germanen hauen. Es sieht für mich gerade so aus, als wäre das hier ein Hauen und Stechen und der Germane, der neben mir steht, der angekommen ist, hat jetzt auch die wahre Gefahr erkannt, richtig? Ja, also zumindest hat er nicht nach dir gehiebt. Hätte er sonst gemacht, also das hast du schon gesehen, dass er das sonst gemacht hätte. Hau den Schild den anderen über den Kopf, dass der K.O. geht. Nein, ich würde anfangen zu reden auf Germanisch. Übrigens auch fließender, als ich es bisher scheinbar je konnte. Überraschung. Den Roge! Vergesst die Römer! Und dann würde ich einen Schritt Richtung Felix machen, mit meinem Gladius gezogen, mich aber nicht wirklich an ihn rantrauen. Okay. Und vor ihm den Schild voran und den Gladius mit der rechten Hand ein bisschen weiter hin. Bleib zurück! Bleib zurück! Hast du Psychologie oder Überzeugen, Überreden, irgendwie sowas? Ich habe... Er hat panische Angst. Überzeugen habe ich. Ich habe Überzeugen. Dann gib mir mal Überzeugen mit einem Bonuswürfel.
Kann ich da Glück einsetzen? Da kannst du Glück, also ja genau, es ist im Kampf normalerweise nicht, aber du kämpfst dir auch nicht. Was? Daher würde ich dir das zugestehen, ja, warum nicht? Was macht Glück? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise kannst du von, wenn dir Punkte fehlen, könntest du deinen Wurf drehen. Würfel erstmal deinen Wurf. Mhm. Aber du hast sowieso eine 11, ist dementsprechend ein kritischer Erfolg. Und ja, du siehst, wie jetzt wohl auch der Knüppel, der eigentlich auf Davut gezielt war, sich jetzt wieder verteidigend in eine andere Richtung dreht. Nächste Kampfrunde. Zain, du hast dein Pilum gerade in den Rücken von Junius geschmissen. Zum Glück hat er dann die Rüstung abgefälscht. Ansonsten, normalerweise kannst du sowas einfach durchbohren. Bist auch ganz froh, dass du nicht so kräftig bist. Ja, also war noch mehr Wurfspeere dabei, aber das traut er sich jetzt gar nicht mehr. Die Germanen scheinen ja irgendwie ein bisschen abergläubig zu sein, scheinbar. Vielleicht kann man denen irgendwie ein bisschen Angst machen. Ich würde mich jetzt hier mal ein bisschen umpositionieren, dass ich noch ein bisschen schlechter für die zu sehen bin. Mhm. Und dann würde ich jetzt einfach mal anzufangen, den Gesang zu rezitieren, den ich von der Schriftrolle kenne. Und möglichst lautstark irgendwie nach irgendwie Hexer oder sowas klingen. Okay, willst du das über Okkultismus machen oder über Cthulhu-Mythos? Okkultismus. Mhm. Will ich fucking wahr sein. 90. Die Götter sind nicht bei dir. Ägypten ist weit und fern. So viel Glück hast du, glaube ich, auch nicht, dass du das wieder kippen kannst. Ja, du fängst an zu rezitieren, zu beschwören, herbeizurufen. Und entweder scheint sie es nicht zu hören oder deine Götter sind ihnen eben nicht wichtig genug, wenn du da irgendwas von Nyarlathotep faselst. Das ist das Reich von Shub-Niggurath. So wie du gehört hast. Und nach Zain ist Junius. Mhm. Die Germanen blicken nun auf Felix. Mhm, ja. Und Davut, liegt er auf dem Boden oder? Auf den Knien ist er abgesunken jetzt, ja. Dann packt Junius Davut so am Arm, zerrt ihn in die Höhe und flüstert zu ihm, wir müssen ja weg. Keine Ahnung, was Titus macht, aber es sieht gut aus. Würde versuchen, zusammen mit Davut den Rückzug anzutreten. Mhm. Zurück in die Häuserstraßen oder aus von der Richtung, wo ihr gekommen seid? So Richtung Zain, ja. Ja, alles klar. Also in Richtung des brennenden Gebäudes wieder in die quasi Schatten, wo weitere Balken jetzt nach unten stürzen. Das Dach brennt lichterloh und greift jetzt auch eben noch weiter nach unten. Also ich würde sagen, in 2 Minuten ist das ganze Gebäude auch verloren und Löschversuche übernimmt ja sowieso keiner mehr. Nach Junius ist Davut dran. Der wurde eben gerade auf die Knie nach oben gezogen. Ja. Stolperst, taumelt so ein bisschen. Kann sich natürlich auch wehren, aber... Wehr mich nicht, nö. Gut, dann willst du selber noch irgendwas tun? Reagieren? Nee, wie gesagt, ich bin verletzt. Ich werde mich probieren zusammenzureißen, Zähne zusammenzubeißen und lass mich dann damit zerren. Gut. Nach Davut, die Germanen kommen weiter nach dem herausragenden Erfolg von Titus. Neben Aufstellung, es sieht auch so ganz, also nicht diese römische Formation, aber beide, alle stehen jetzt so grob auf 2 Meter Entfernung von Felix. Niemand traut sich näher ranzugehen, alle mit den Knüppeln erhoben. Jetzt warten sie alle auf den nächsten, ja, die nächste Aktion, was auch immer, oder wer auch immer das ausführen wird. Felix. Titus sieht lecker aus. Du könntest deine Zähne in sein Fleisch schlagen. Ach, habe ich auf einmal dieses Bedürfnis. Er hat es auf jeden Fall verdient. Also eine Waffe hast du nicht. Er sieht jetzt auch gerade in den Reihen der anderen Germanen. Er hat zwar keine Kriegsbemalung, aber warum jetzt dieser blonde, hohe Bursche? Naja, alleine seine Gene verraten ihn. Nimm lieber den angespießten German. Der blutet wenigstens schon. Der feige Bastard. Du bist kein Römer. Du bist ein Verräter. Und der Kurier Junius hat dich in unser Lager gebracht. Und dieses Unheil über uns. Ich
werde dich strafen. Und dann wirft sich Priester Felix mit den einzigen Waffen, die ihm geblieben sind, auf Titus. Ja, Titus, du siehst, wie er auf dich zutorkelt, taumelt mit stumpfigen Beinen, die nicht wirklich Muskeln beherbergen. Du siehst, wie sein Oberarm immer noch eingedrückt ist. Du siehst, wie einzelne Finger dort zurückgeblieben sind. Du siehst auf der anderen Seite, wie immer noch dieser Daumenabdruck von Zain an seinem Puls liegen könnte. Und diese ganzen Salzkristalle, das Salz selber siehst du nicht mehr, aber die Narben, die zurückgeblieben sind, nachdem du Handfläche um Handfläche auf ihn raufgeschaufelt hast, taumelt und torkelt. Seine Haut ist viel zu grau, gerade in diesem Mondlicht. Du siehst, wie er seine Zähne fletscht und dich mit stumpigen Zähnen beißt. Ja, Titus sieht echt verängstigt aus, aber er hat jetzt keine Wahl. Er muss jetzt ranhalten. Gib mir mal einen Wurf auf geistige Stabilität. Und Felix kann einen Wurf auf Nahkampfangriff machen. Achso, jetzt habe ich Anfall von Wahnsinn geklickt, das war es nicht. Also du kannst dich auch einfach fressen lassen, ne? falls du denkst, dir fehlt jetzt die Wahl. Ich glaube, fressen lassen ist meine Option. Du stehst da weiter, du merkst, wie das Medaillon heiß wird. Du hoffst einfach, dass dieses Medaillon dich vor dieser Hexerei, vor dem Trauger beschützen wird. Und lässt ihn einfach kommen. Du bist einfach unfähig. Du siehst, wie Felix dich anspringt, anknurrt. Er beißt und ruckelt und scheint dann wohl erst einmal in dein Gewand zu beißen. Du merkst wohl, wie irgendwie Zähne in deiner Rüstung zurückbleiben und er versucht wohl in dein warmes Fleisch am Hals zu kommen, aber er kratzt da wohl. Du siehst noch, wie Fingernägel bei Felix abbrechen und du betrachtest immer noch, während er an dir zappelt und ruckelt und versucht, dich auf den Boden zu stürzen, wie er sich mit seinem grauen Fleisch anblickt, so pilzartig. Dann, nächste Kampfrunde, Zain. Ja, weglaufen. Weglaufen. Diese Gasse runter, so schnell ich kann. Alles klar. Dann machen wir direkt weiter mit Junius. Du hast immer noch Davut in deinem Arm, stützt ihn. Ja, dem Heiler nach. Weiterlaufen. Titus ist nach vorne gesprintet in seinen eigenen Untergang. Du kannst ihn vor den Germanen nicht mehr schützen. Davut hinterher. Ja. Dann Felix, einen weiteren Angriff. Titus, du merkst wohl auch, wie die anderen Germanen jetzt warten und sehen, dass du dich irgendwie versuchst noch zu verteidigen, aber du benutzt halt dein Schwert nicht, dein Gladius in deiner Hand ist tonnenschwer. Ja, der alte Mann, der daneben. Titus. Ja, Titus würde jetzt einen Schrei ausstoßen, den die anderen vielleicht schon mal gehört haben, aber nie auf unserer Seite. Bei dir, stirb! Und dann, Verzweiflung in die Richtung von Felix heben. Du kriegst einen Strafwurf für deine schlechte geistige Stabilität. Ja, natürlich. Guck mal da. Knapp daneben. 99? Knapp daneben, das ist ein kritischer Patzer. Ich sehe nur die 9 und danach Gladius. Ich sehe meinen anderen Wurf nicht. 99. Aber I believe you. Ja, du versuchst dich irgendwie zu verteidigen, reißt dein Gladius hoch. Plötzlich hast du es nicht mehr in der Hand. Du merkst, wie es im Boden steckt. Und du siehst auch, wie die Germanen mit dem Knüppel weiter zurückweichen. Einer versucht wohl, Felix dann doch noch irgendwie mit einem Knüppel zu schlagen, zu hauen. Und er wird tatsächlich auch einfach mal mit seinem Knüppel zuschlagen und trifft da wohl irgendwas. Du hast es wohl irgendwie knacken. Knochen waren das nicht. Du siehst auch, wie die Schulter von Felix komplett verbeult ist, also so eingedrückt, als wäre da gar keine Schulter mehr existent. Trotzdem hängt der Arm noch an merkwürdigen, pilzigen Fleisch an ihm herunter, während er seine brackigen Zähne versucht, in deinen Hals zu bohren. Ja, Zain, Davut, Junius, ihr rennt weiter? Ja, wir fliehen, ne? Alles klar.
Ja, dann könnt ihr euch aus dieser Szenerie lösen. Rennt durch euer Herr oder das Marschlager, was ihr vor über einem halben Jahr aufgeschlagen habt. Vergesst Felix, der ja eigentlich schon tot ist. Und auch Titus, der Germane, der sich irgendwie in eure Seite geschlichen hat und nun mit den Germanen paktiert, germanische Sachen ruft und nun weiter auf Felix eindruscht, der wohl auch verrückt geworden ist, der jetzt an diese Drauge glaubt. Dafür würde er sowieso gekreuzigt werden, wenn er wieder auf die andere Seite kommt. Ihr habt erneut einen weiteren Kameraden verloren. Ihr seid nur noch zu dritt. Und euer Auftrag muss weiter erfüllt werden. Ihr sammelt euch irgendwo an der südlichen Porta Pretoria, überlegt, kommt so ein bisschen zu Atem. Immer noch ist es dunkel, Nacht. Die Sonne ist komplett untergegangen. Ihr könnt weiter rufen hören auf Germanisch. Was wollt ihr tun? Medikus. Muss die Kundschafter versorgen. Ja, jawohl. Wir brauchen erst einen sicheren Ort. Lass mich zumindest schauen, wie stark ihr blutet. Ja, ich würde mich dann dem auch nicht erwehren wahrscheinlich. Ich würde zumindest nur kurz schauen, ob er dringend verbunden werden muss, weil er gerade verblutet, oder ob wir noch weiterlaufen. Also es ist keine schwere Wunde. Ich glaube, 4 hast du verloren, ne? 4 Lebenspunkte? 5 waren es. 5. Mit einer ersten Hilfe kannst du ihm, glaube ich, bis zu 3 wiedergeben. Ich glaube, eine Stunde oder so hättest du Zeit für die erste Hilfe. Ja. Gut. Ja, wir können uns noch ein wenig weit bewegen. Doch was ist mit Titus? Lass ihn zurück. Die Germanen schienen ihn ja gar nicht anzugreifen. Halten Sie ihn von einem. Er sieht ihn einigermaßen ähnlich. Aber mit Titus konnten wir gerade nicht mehr normal reden. Der war sehr in seinem Wahn, in seinem Kampf. Und wer weiß, die Germanen, ich hatte den Eindruck, dass sie ihn akzeptieren und in Ruhe lassen. Ich habe gesehen, wie er durch ihre Reihen durchgehen konnte und sie sich nicht um ihn kümmerten. Wenn er nochmal auf uns trifft, müssen wir gucken. Wir können ja mit ihm reden. Wir müssen dann sehen. Vielleicht irgendeine Botschaft auf Latein zurücklassen oder so, was die anderen Germanen hoffentlich nicht lesen können oder so? Ich nehme an, dass sie, wenn, dann auch noch nach uns suchen werden. Recht. Gut, gehen wir erstmal weiter, würde ich vorschlagen. Ich hoffe, dass wir ihm später doch noch irgendwie helfen können, aber ich glaube, hier können wir nichts für ihn tun. Gebt mir nochmal einen Wurf auf Verborgenes erkennen oder hören. Ich würde mir einen Malus geben wollen, weil ich verletzt bin und glaube ich mehr auf meine Wunde. Musst du gar nicht. Also war ja auch nur ein Schlag mit einer Keule, kein Schwerthieb oder so etwas. Den hattest du ja selbst ausgeteilt. Na gut. Solange du nicht mehr als die Hälfte deiner Lebenspunkte verloren hast, das tut zwar weh, aber das kriegt man doch noch irgendwie geregelt. Wohnte ist hören? Horchen? Horchen, genau. Oder eben Verborgenes entdecken. Ganz wie du willst. Und das ist alles nicht gut geschafft. Ich würde jetzt einen Punkt Glück. Das sind 1%, ich wollte gerade sagen, ne, also für sowas habt ihr halt Glück, ne? Diese 1% oder auch 5%, 3%, das sind eben so Sachen, die man mit Glück nachregulieren kann, und das Glück habt ihr dann auch. Mein Charakter hat halt nur 21 Glück noch. Mhm. Ich habe noch was mehr Glück. Da würde ich mein Glück, glaube ich, mal einsetzen. Also ich habe schon jetzt gerade. Ja. Also ich hatte 45, jetzt auf 44. Ja, also das sind halt wirklich keine vielen Punkte, die ihr da ausgeben müsst. Und ja, während ihr euch dann so ein bisschen sammelt, irgendwo, wie gesagt, am Südtor Porta Pretoria, und überlegt, ob ihr zurücklauft, eine Nachricht hinterlasst, in den Wald verschwindet und später wiederkommt, könnt ihr es schlurfen hören. Zunächst achtet ihr auf den Wald, und dann wird euch aber klar, es kommt wohl auch aus dem Lager, aus dem Inneren des Lagers, und dann könnt ihr aus oder hinter einem der Zelte jetzt auch erkennen, wie weitere graue Gestalten auf euch zuwanken. Das sieht nicht nach Germanen aus, das sieht eher aus wie Römer. Auf uns direkt. Mhm. Dann müssen wir hier weg. Ja.
Ja, das müssen wir wohl. Ja, wir treten den Rückzug an. Oder wir gehen Richtung der Germanen. Zurück. Und verbünden uns mit ihnen. Will da nicht an denen vorbei? Nein, wir retten erstmal unsere eigene Haut. Aber wir sind auch schneller als die. Lass uns laufen. Im Licht des Mondes kannst du sie sogar erkennen. Das sind weitere Gefallene aus deiner Dekurie. Klar, also Felix, der wurde dir dann auch zugeteilt, aber da siehst du Markus und Lucretius, Lucius ein Auge oder Sextius, den du als Hurenbock bezeichnet hast. All die anderen, die in deiner Dekurie waren. Du siehst noch weitere, die in deiner Zenturie waren. Eingefallen, graues Fleisch. Einige, ja, Löcher, die in ihrer Haut sitzen an Stellen, die sehr ungesund aussehen. Einem fehlt der Unterkiefer, aber da ist kein Knochen und er blutet auch nicht. Da ist einfach nur dieses, es sind nicht mal Tentakel, es ist einfach nur waberndes Pilzfleisch. Lass uns Fersengeld geben. Sollten wir vielleicht mal auf geistige Stabilität werfen? Ja, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf geistige Stabilität zu würfeln. Oh Gott, das kann nur schief gehen. Darf ich da Glück ausgeben? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, ob das erlaubt ist. Ich würde es jetzt aber erlauben. Ja, wenn du 14 Punkte hast und dann 5 Punkte ausgibst, das ist in Ordnung. Ja, Titus, irgendwann merkst du, wie wohl ein letztes Mal bist schon auf den Boden gegangen. Felix, so schwer ist er gar nicht. Dieser graue Körper, der dich nach unten gedrückt hat, doch mit enormer Kraft, auch wenn er gar nicht so schwer ist. Und dann gibt es plötzlich ein Flatschen. Du siehst, wie der Kopf von Felix einfach aufhört zu existieren und du nur noch weißes Sekret überall an dir hast. Du merkst dann, wie der Körper von Felix von dir gestoßen wird und dir eine große, riesige Hand entgegengestreckt wird. Komm mit uns. Du bist einer von uns. Ich würde mich einmal umschauen. Ich sehe, die Römer sind alle weg. Ich sehe, meine germanischen Brüder sind hier. Ich greife die große weiße Hand. Verdammte Droge, sind hier noch mehr? Ja, hier sind viele von ihnen. Komm, wir müssen gehen. Ja, wenn der Mann eine Richtung vorgibt, ich folge. Ja, vor allem erstmal in Richtung Norden, so aus dem Lager heraus. Du siehst ja wohl auch, wie es weitere Spuren von ihnen gibt. Und auch trotz deiner Kleidung, du bist nicht wirklich als Germane zu erkennen. Man sieht ja schon dieses Römerhafte an, aber sie haben dich erkannt an den blonden Haaren, den blauen Augen. Du bist einfach Germane. Und nach ungefähr, ihr rennt 5 Minuten aus dem Lager heraus, kommt dann irgendwo am Waldesrand zu stehen, kniet euch dann in so einem Busch ab kommt da so ein bisschen zur Ruhe. Was wolltet ihr da drinnen? Seid ihr verrückt? Ja, bin ich. Was ist denn hier los? Wieso sind da so viele von ihnen? Wir wissen es nicht. Arminius, er ist verrückt. Nachdem wir uns mit ihm verbunden haben, seine Hexen sind in diese Wälder reingekommen. Er hat sie mitgebracht. Wir haben die Schlacht geschlagen und seitdem sind diese Draugr überall. Das waren unsere Wälder. Sie sollten uns von den Römern weggenommen werden und nun hat Arminius sie selbst annektiert. Er ist ein Schweinehund. Titus würde am nächsten Baum erstmal sich anlehnen und ein bisschen zusammensacken. Vicar Nunos. Diese Wälder sind unheilig. Ich habe gesehen, einen großen Baum aus Glas. Noch mehr davon? Das ist das Werk der Hexen. Ihr müsst die Altäre und die Bäume aus Glas meiden.
Wir haben eure Spuren gesehen. Was waren denn das für Menschen? Sie gehörten zu dir. Ja, natürlich gehörten die zu mir, die Idioten. Wir sind ja über den Fluss. Wir haben einige Brüder getroffen auf der anderen Seite und die sagten, die sind wir gelaufen von hier. Aber wir mussten noch mal rüber. Wir mussten wen holen. Aber die sind alle tot, ne? Die meisten von ihnen sind tot. Ich weiß nicht, was die Hexe mit ihnen angestellt haben, aber ihre Schreie waren noch später zu hören. Und nun, sie züchten sie. Sie wachsen aus dem Boden. Sie wachsen aus dem Boden immer wieder. Feuer und Salz. Feuer und Salz kann sie vernichten. Habt ihr welches? Wir haben Feuer. Ja, gut. Gut. Und Titus würde jetzt mal panisch an sich herumkramen, ob er selbst seine Fackel hat. Ich vermute, nein. Das Einzige, ja, du hast dein Medaillon, was immer noch auf deiner Brust liegt. Ja, Titus würde das jetzt sofort herauskramen und das offen tragen. Was können wir machen? Die Viecher müssen weg. Die Hexen von Arminius müssen weg. Arminius ist schlimmer als Yoremar. Aber wir haben keine Chance gegen sie. Es ist vielleicht das Klügste, wenn wir von hier gehen. Nach Nordwesten. Oder Nordosten. Hauptsache weg. Und Teutoburg. Können die Viecher schwimmen? Nein. Sie meiden das fließende Wasser. Gut. Wir müssen die anderen einsammeln. Sie wissen, wie man ein Floß baut. Und dann müssen wir über diesen verdammten Fluss. Und weg hier. Bei den Galliern? Wir sind Germanen. Ich habe wen getroffen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Er hat mir diesen Schild gegeben. Und ich schlage mal zweimal auf den Schild mit dem Zeichen. Er lebt auf der anderen Seite des Flusses. Kernunos. Unser Gott. Starker Gott. Gott der Jagd. Gott der Fruchtbarkeit. Aber die Hexen von ihr beten einer Frau an, eine Ziegenfrau. Sie bietet auch Fruchtbarkeit, aber all das, was sie uns an Zeugnis bringt, ist, ihr habt es gesehen, dieser Pilzmann, Draugre. Das ist ihre Fruchtbarkeit. Wir müssen die anderen wiederfinden und dann müssen wir hier weg. Boah, so viele Leute wie möglich. Gehen wir. Dann hoffe ich, dass meine Kameraden immer noch genauso schlecht im Spurenverwerten sind, wie sie es schon immer waren. Das ist nämlich meine einzige Hoffnung, die wiederzufinden. Ja, Davut, Zain, Junius. Erstmal weg. Weg von den Draugr, von den pilzartigen Wesen, die sich die Körper eurer anderen Dekurie geliehen haben. 5 Minuten geht das wieder nach Süden. Zurück in den Wald hinein, damit sie euch nicht finden. In der Hoffnung, dass sie dort in dem Lager bleiben, dem verfluchten Lager. Vielleicht brennt nur noch alles ab, jetzt wo die Germanen das Holzhaus angezündet haben. Und wenn es dann übergreift auf die Zelte, dann ist vielleicht schon der größte Teil geschafft. Soll ganz Germanien niederbrennen, auf das ihr in den Ebenen marschiert und Salz streut. Alles voller Salz, so wie ihr es damals mit Hannibal getan habt. Beziehungsweise den Puniern, als ihr ihre Felder dann, ja, annektiert habt. Nach 5 Minuten seid ihr zumindest der Meinung, dass ihr nicht weiter verfolgt werdet, dass es kein weiteres Stöhnen gibt in den Wäldern. Alles um euch herum ist ruhig. Vielleicht sogar zu ruhig. Minius, könntet ihr Ausschau halten? Dann würde ich die Wunden unseres Kundschafters versuchen.
Ja, das kann ich tun. Ja, da würde man erst holen. David würde sich dann schon mal entkleiden, eben, wo die Wunde ist. Wow. Wow. Heute ist echt nicht dein Wurf, ne? Nee, heute ist nicht mein Wurf. Also. Wir alle. Nee, aber das ist bei mir jetzt auch schon bei 4 Würfen die dritte. Ja, die dritte über irgendwas 90. in den 90ern. Ja, du drückst und drückst. Du darfst noch mal 1W3 Schadenspunkte zusätzlich aufschreiben. Denn das ist das, was du normalerweise geheilt hättest. Jetzt darfst du das halt Schaden machen. Danke. Deswegen habe ich Vertrauensprobleme. Und die 3 tickt. Ja, David, du blickst dich um, blickst nach oben in die Wälder, der Vollmond steht am Himmel, aber sein Licht, sein wärmendes Licht kann dich nicht erreichen, während der Ägypter an dir herumdrückt und es nur noch schlimmer macht. Du beißt die Hände, du beißt die Zähne zueinander und dann siehst du, wie über dir, als du gerade nach oben in den Himmel guckst, dieser Rabe da wieder sitzt und gerade auf dem Baum neben dir Platz nimmt und dich anblickt aus seinen beiden Augen und herausfordernd krächzt. Ja, ich. Davuts Blick wird sich auf diesem Raben weiterfangen. Wohl wissen, dass die Baba Yaga oder besser gesagt Schubnebrat ihn langsam holt. Ihr habt eine schlimme Wunde, aber ich hätte noch eine Idee, wie ich sie heilen kann. Meint er eben und holt mal seine Schriftrolle raus. Okay, du wolltest mein Blutopfer, ich verstehe. Ist in Ordnung bei euch da hinten? Ich habe irgendwas knacken gehört. Ja, die Wunde hat sich als schlimmer herausgestellt, als ich dachte. Gut. Na gut, ich kann euch heilen, aber ihr müsst mir vertrauen. Das ist nach der Nummer gerade schwierig, aber... Ja. Gut, ja, Zain würde den Sing-Sang anstimmen und ja, ich würde ihn jetzt versuchen mit Hilfe. Das andere bringt ja scheinbar nichts. Okay, Würfel. Würfel ich da? Okkultismus. Okay, wie viel Glück wären das? 82. Du musst 217, ja. Da würde ich einsetzen, das ist mir sonst hier zu peinlich. Okay. Oh, danke. Ja, du stimmst den Singsang an, den du im Buch von Tod gelernt hast, der wohl den Gott, ja, entgegengesetzt der Shub-Niggurath, Nyarlathotep, anruft. Und während du das Brustbein von Davut eben in deinen Fingern hast, beziehungsweise es herausforderst und du hörst es dann auch knacken und knacken und knacken, wie es sich dann wohl wieder richtet, mit unglaublichen Schmerzen, die damit verbunden sind. Aber es scheint wohl zu heilen. Davut, du darfst dir 1W5 an Punkten wieder aufschreiben, an Lebenspunkten. Jetzt muss ich auch noch werfen. Du weißt, da kommt jetzt wieder 1 raus oder so. 1W5. Es kommt die 1 raus, du hast es provoziert. Ich habe einen 10er. Ich hab ja, das ist okay. Halbiert ist es trotzdem noch die 1. Ja. Ja, Junius, während ihr dort sitzt, du hast jetzt eben schon ja sowohl Titus als auch den wiedergewonnenen Felix beide verloren. Deine Mission ist im Prinzip, ja, du weißt nicht, wie du mit diesen 3 Leuten noch weitermachen sollst, nachdem du die anderen schon verloren hast. Ob dein Auftrag jetzt schon gescheitert ist, du bist ja nicht ganz sicher. Und während du da sitzt und auf diesen Brief starrst, der immer noch verschlossen an deinem Gürtel baumelt, versiegelt, verschlossen. Du könntest es tun, du könntest ihn aufmachen. Du könntest auch eine Geschichte erzählen, dass er schon tot war, als du ihn gefunden hast. Immerhin hast du das Lager gesehen. Was sollst du tun? Ja, richtig, nimmt die Schrift mal von seinem Gürtel runter, streicht über das Pergament, das ist ja
Es ist ja robust, es hat die ganze Reise ausgehalten, auch wenn es schon einen Staub angesetzt hat in Enden und ja. Da ein oder anderer Stelle vielleicht so ein bisschen aufgequollen ist von Feuchtigkeit. Diesen ewigen Nebel hier in den Wäldern. Und dann erinnert er sich an seine Kindheit, wie er als Kind schon immer wieder sich Späße gemacht hat mit seinen Geschwistern, dass sie mal Post vom Vater, einem Adligen von Sizilien, die Post über eine warme Kerzenflamme gehalten haben, um das Siegel mal leicht anzuschmelzen, vielleicht mal so einen Blick auf die Post zu werfen, aber das hat er ja schon seit Jahren, er hat nicht mehr sowas gemacht, dass ich gelernt hat als Erwachsen, dass sich das nicht gehört. Ja, steht es da und ja, sein Finger streift immer wieder über das Wachssiegel. Ja, währenddessen hörst du es widerlich knacken. Du blickst wohl zu dem merkwürdigen ägyptischen Gesang. Was für Kameraden sind dir noch geblieben? Echte Römer sind sie nicht. Ein Ägypter und ein, naja, einer, der aus den Karpaten kommt, der etwas von der Baba Yaga und von Hexen murmelt und ja, nicht mal Titus war ein echter Römer, auch wenn du ihn so gerne als echten Römer gesehen hättest. Nein, ich kann keine Schuld geben auf meine Kameraden. Sie haben alle ihre Schwächen, aber sie haben auch ihre Stärken und sie waren die ganze Zeit dabei. Nicht so wie Kintogenus, der erst als Spanier dazu kam. Sie waren dabei, sie wissen, was wir alle durchgemacht haben. Ich kann das Band, das zwischen uns geschmiedet wurde, das ist stärker als das Blut von Volkszusammenhörigkeit. Dann stapft er schweren Schrittes zu seinen beiden Kameraden wieder. Du hast kurz das Gefühl, dass die Lichtung, es war wirklich nie eine große Lichtung, ihr seid einfach stehen geblieben, habt euch in den Büschen abgekniet, seid da wieder zur Luft gekommen, aber du hast kurz das Gefühl, als du dich umblickst, dass diese kleine Lichtung noch kleiner geworden ist, als ob die Bäume an dich herangerückt sind. Es ist auch dunkler geworden. Dann trete ich zu Davut und Zain. Zain hört gerade mit seinem Singsang auf, der Beschwörung von Nyarlathotep und seinen heilenden Künsten. Die Götter, die du angerufen hast, haben etwas ganz anderes herbeigerufen. Du kannst die Segmentata, die Rüstungsteile wieder von Davut anlegen und bist zufrieden. Auch wenn alles blau und rot unter seinem Fleisch noch ist, aber naja, besser wird's nicht. Fühlt euch etwas besser? Davut guckt den Ernst an und wiegt den Kopf. Was? Hört ihr das? Davut schaut sich um. Hat er die Rüstung schon angezogen oder ist er noch beim Anlegen? Ist bis gerade dabei, ja. Werde ich mich beeilen, das schneller zu tun. Ja, ich helfe ihm dabei. Und würde nochmal gucken, ob ich das Ziegengeräusch ausmachen kann, wo es herkommt. Starrst in die Dunkelheit. Krampfhaft versuchst du irgendwie so etwas wie Augen zu finden, vielleicht von einer Ziege, die dort irgendwo steht. Einfach damit diese Geräusche einen Sinn ergeben würden, denn solange sie keinen Sinn haben, ist es noch furchtbarer, als würde diese Ziege direkt neben euch in der Dunkelheit stehen, aber da ist nichts. Du blickst dich umher, da sind nur Bäume, überall diese Bäume, und dann siehst du etwas. Das ist keine Wurzel.
Das sah als erstes so aus wie eine Wurzel, aber das sieht eher aus wie ein Huf. Aber nicht von einer Ziege, sondern ein fadenziehender, schwarzer, schleimiger Huf von einem Baum. Und das ist keine Wurzel, sondern das ist ein Bein, ein Tentakel. Und als du diesem Bein nach oben folgst, siehst du weitere Beine, weitere Hufen, ein gewaltiges, großes Maul. Grünes, klebriges Zeug, was daraus hervortropft. Und dann siehst du, wie sich der Baum erhebt und stapft direkt neben euch. Ich würde auf geistige Stabilität werfen, weil ich glaube, das ist so das Heftigste, was wir bis jetzt auch gesehen haben. Ich befürchte, Davut wird jetzt endgültig dem Wahnsinn verfallen. Ihr dürft alle geistige Stabilität würfeln. Könnte es nicht mehr mit Glück ausgeklappt wohl. Wenn ich all mein Glück ausgebe, habe ich einen Glückspunkt noch. Dann tu es. Besser, ne? Wenn ihr es schafft, verliert ihr nur ein W5. Du hast dein Glück ausgegeben, also alle nur ein W5. Und damit bleibt ihr auch handlungsfähig, während ihr seht, wie sich dieser Baum erhebt, wie es sind keine Haare, es sind seilartige, wedelnde Tentakel, die dort als Äste von ihm herunterhängen, tropfen, wabern, weitere Münder, ihr könnt weitere Augen erkennen, die sich dort in der Kruste, in dieser Haut bilden, die sich winden. Und dann hört ihr sie wieder. Davut würde den Griff seines Gladius umklammern, aber würde es noch nicht ziehen und Junius schauen. Wir müssen weg. Zain, du siehst, wie die gewaltigen Tentakel in deine Richtung gepeitscht werden. Ja. Wir hatten die Situation ja schon vorher durchgesprochen, aufgrund der Warnung der Hexen, wenn uns Bäume angreifen und der Plan war, wir laufen. Das würde ich jetzt versuchen umzusetzen. Mhm. Erst wenn wir diesen Kampf gewinnen, gibt es keinen Ruhm dafür, dass wir einen Baum gefällt haben. Der Tentakel peitscht nach vorne und er greift zu. Du darfst gerne ausweichen würfeln. Ja, wie mache ich das? Ausweichen. Oh, warte, ich hab's gefunden, okay. Ja, genau. kann Davut handeln? Ja, ihr habt alle eure Probe geschafft, dementsprechend seid ihr handlungsfähig. Würde ich mein Gladius ziehen und probieren, das Tentakel, was da nach Zain greift, abzuschlagen oder wegzuschlagen, sodass er vielleicht entkommen könnte. Wie hoch ist deine Gewandtheit? 50. Okay, ich bin bei 80, das heißt, ich bin vor dir dran und der Schaden kommt durch. Du siehst, wie der Körper von Zain in die Höhe gehoben wird. Du siehst, wie sich der Tentakel zuzieht. Du hörst das Knacken von Knochen. Und dann peitscht dein Gladius in Richtung des Tentakels. Du kannst zuschlagen. Ja. Die Probe ist aber erleichtert. Du könntest jetzt nochmal werfen. Ich lasse es durchgehen. Du kannst auch den Schaden würfeln. Ist okay. Also den Schaden? Ja, würfel gleich den Schaden, das ist in Ordnung. Fünf. Ja. Ausgezeichnet. Ja, du hörst das Knacken von Knochen, du siehst, wie sich die Wirbelsäule von Zain ungewöhnlich stark verbiegt und dann fällt nicht nur Zain zu Boden, Blätter rascheln, sondern auch der Tentakel, der eben gerade nach ihm gegriffen hat. Es gibt ein weiteres jaulendes Geräusch von der Kreatur, das wieder wie eine Ziege klingt, die aus vielen verschiedenen Mündern heult. Was möchte Junius tun? Ja, er hätte auch sein Gladius gezückt, aber wir sehen ja, dass es nun zu spät ist. Also greift Davut am Arm schnell weg Richtung Fluss. Wo es lang geht, Botschafter.
wird geflohen. Ihr flieht. Und dann hört ihr es hinter euch. Das Trampeln der Bäume. Ob es nur dieses eine Wesen ist oder da mehr Bäume sind, aber ihr lauft einfach in Richtung Süden. Einfach in Richtung Süden. Stundenlang. Kann ich Navigation mal werfen aufgrund der Situation? Ja, gib mir mal gerne einen Wurf auf Navigation. Nein. 81, du bist komplett panisch, du läufst einfach los, hoffst, dass es Süden ist, hofft, dass ihr irgendwie in Richtung des Rheins kommt, damit ihr nicht noch tiefer in die Wälder von Germanien huscht. Dort, wo Felix verschwunden ist, dort, wo Titus verschwunden ist, dort, wo Zain sein Rückgrat gebrochen worden ist, der dort immer noch zuckend und wimmernd am Boden liegt, während sich dieses gigantische Wesen donnernd mit seinen Hufen deinen Kameraden entgegenwindet. Zain, du kannst dich nicht bewegen, du hast unglaubliche Schmerzen. Dein Kopf pocht und pocht und pocht und du spürst auch, dass irgendwie Blut in dir drin und nicht mal mehr husten kriegst du zustande. Und während du dieses Donnern vernimmst, was sich immer weiter und weiter entfernt und auch das Rufen von deinen Kameraden, die in irgendeine Richtung gelaufen sind, da kannst du es weiter hören, irgendwie. Du siehst, wie eine alte Hexe auf dich zukommt, mit einem schweren Stock auf dich, ja, auf den Waldboden gestützt, humpelt sie auf dich zu. Zain, 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 du bist weit ab der Heimat. Wer seid ihr? Ich bin die Mutter der 1000 Kinder. Und du rufst den Avatar der Masken an in meinem Reich? Zain, Zain, Zain. Extrem verzweifelt. Du weißt doch immer noch nicht, was du dort tust, oder? Ja. Neugierig. Das ist, was ich tue. Du verstehst dich aufs Heilen? Glaub mir, ich verstehe mich auch aufs Heilen. Du wirst dir noch wünschen, dass mein dunkles Junges dich gequetscht hätte. Dass er dich zerrissen hätte. Doch du liegst immer noch hier vor mir. Mit einem gebrochenen Rückgrat. Nichts, was man nicht wieder hinkriegen könnte. Selbst Felix habe ich wieder hinbekommen. Und tatsächlich träume ich schon länger von einem Wissensaustausch unter Heilern. Ich weiß nicht, ob ich es zu diesen Konditionen haben wollte. Na, du hast ja gar keine Wahl. Meine Kondition. Du gehörst jetzt mir. Tja, so ist es wohl. Einen Tag später, vollkommen verdreckt, zerschlissene Kleidung, Klamotten, hungernd, durstend, stehen Junius und Davut an einem großen Fluss. Auf der anderen Seite könnt ihr nichts weiter erkennen, keine Garnison, kein Werfort der Römer. Ihr wisst nicht mal, ob das der Rhein ist, ein großer, breiter Fluss, aber ob das der richtige ist. Das wird schon der Rhein sein, ich habe uns ja geführt. Dieses Ding war die ganze Zeit hinter euch. Ihr habt das Trampeln hören, meckern. Selbst am Tag war es immer irgendwo da. Ihr seid gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und nun der Rhein. Ihr steht davor und Junius, deine Hand fällt wieder an die restlichen Überbleibsel. Du hast viele Sachen abgeworfen, einfach damit du diese schweren Lasten nicht mehr tragen musst. Aber der Brief war nicht so schwer.
sodass er selbstverständlich immer noch an deinem Gürtel baumelt. Ja, dann kann Davut sehen, wie Junius Rusticus diesen Brief nun anhebt und darauf starrt. Perplex. Davut legt ihn eine Hand auf die Schulter und nickt ihm zu. Zustimmt. Wollte er ihn bekräftigen, dass es vielleicht jetzt an der Zeit ist, den Brief zu lesen. Machen wir Rast, ruhen uns aus, bevor wir rüberschwimmen, und in der Zeit kannst du den Brief lesen. Ja, dann denken wir uns eine Geschichte aus. Sie haben den Markus aufgeknüpft, weil er diese Dinge erzählt hat, die er hier erzählt hat, die hier waren. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Wir lesen diesen Brief, dann wissen wir vielleicht mehr, was wir sagen sollen. Und Yunus nimmt seine jetzt langen, ungepflegten Fingernägel, schiebt sie unter das Wachssiegel und entfernt es dann Stück für Stück. Sind wir uns hier denn sicher einigermaßen? Tja, so sicher, wie man sich auf einer germanischen Seite fühlen kann. Ja, aber ich mein, Bären oder Wölfe habt ihr nicht weiter gesehen oder gehört. Nur noch dieses Trampeln und dieses Meckern einer Ziege. Das ist immer noch in der Nähe. Ja, ihr fühlt euch einigermaßen sicher, aber es ist auch einfach die Erschöpfung, die euch jetzt hier niedersinken lässt. Hm. Könnt euch dann auch in die Fluten stürzen, aber eine kurze Ruhepause habt ihr euch sicherlich rausgeholt. Du öffnest langsam die beschriebenen Zeilen, überfliegst und liest. Ein Lob. Bene, bene. Ihr habt den Patriziersohn Vespasianus Lucanus Fabius gefunden. Doch ein Römer, der von Germanen erzogen worden ist, darf in Rom nicht existieren. Eure Mission dient der Hinrichtung. Tötet den Fabius und eure Mission ist erfolgt. Bene, bene. Und Junius, was steht drin? Junius blickt gen Himmel. Er sitzt gerade im Fluss, Flussufer. Aber er antwortet nicht auf die Frage, sondern er steckt den Kopf in den Himmel und lässt einen Schrei aus. Und dann wortlos reicht er das Schreiben auch in Davut weiter. Dicke Tränen, die in den Augen stehen. Davut wird jetzt überfliegen, wird das Papier wutentbrannt zerknüllen. Dafür schicken sie uns hier in dieses barbarische Land. Und er spuckt auf den Boden. Nicht um römisches Blut zu retten, sondern um noch mehr zu vergießen. Ich meine, können wir so behaupten, dass wir ihn erwischt haben. Aber wir können vielleicht auch erzählen, was wir gesehen haben, so dass die Toten hier wieder auferstehen. Ich denke, es kommt der Wahrheit sehr nah. Der germanische Spion wurde hingerichtet, der von den Drauker erzählt hat. Es sind schon zu viele gestorben für diesen verdammten Wald, für dieses verdammte Germanien. Davut nickt zustimmend nachdenklich, hält seine Hand wieder auf seine Wunden. Also, was erzählen wir? Dass wir ihn gefunden haben und gerichtet haben? Wir erzählen, sein Haupt wurde geschoren, damit wir nicht beschreiben müssen, wie sein Haar aussah. Er trug auch germanische Kleidung, damit wir nicht sagen müssen, wie seine Kleidung aussah.
konnten wir nicht. Weil wir wussten, dass er es war, weil er Latein spricht. Weil er ihm noch die Manieren eines Patriziers hatte. Und weil wir von Germanen angegriffen wurden, mussten wir alles zurücklassen und konnten mit Mühe und Not fliehen. Da wird Nick zustimmt. Ja, wir sagen, Titus hat ihn abgelenkt und wir haben ihn von hinten erstochen. Mhm. Und dann wurde Titus von hinten angegriffen und wir mussten fliehen. Ja. Wir waren alle in der Überzahl, diese Germanen. Gut. Diese Trauge, da haben wir überhaupt nichts von gesehen. Gut. Das kannst du vielleicht zu Hause in den Karpaten erzählen, aber lass keinen Präfekten das hören. Wie breit sieht der Fluss aus? Traue ich mir mit der Wunde oder Verwundung zu, da rüber zu schwimmen? Nun, unter normalen Umständen nein. Aber hier geht es um dein Leben. Und wenn du Germanien wirklich hinter dir lassen willst, musst du dich ein weiteres Mal in die Fluten stürzen. Sind hier vielleicht einigermaßen große Baumstämme, die man als Schwimmhilfe benutzen könnte? Ja. Du kannst ja einen großen Stamm suchen, ihn zusammen mit Junius in die Richtung rollen, ins Wasser treten, stoßen, dich daran klammern und auf die Strömung hoffen. Das kann man ja testen. Man kann ja leichtere Sachen reinwerfen und gucken, wie stark die Strömung ist. Auch. Und so beginnt eure Reise zurück über den Rhein, zurück ins Winterlager nach Tarraco, Hispanien, um ein weiteres, letztes Mal eure Wunden zu kurieren und eurer toten, gefallenen Kameraden zu gedenken. Ceterum autem censeo. Teutoburgia esse delendam.